So, traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadow Tactics. Und das habe ich heute schon mal gesagt. Wir haben nämlich gerade eine Folge aufgenommen und ja, das Bild war nicht da, weil der gute Eichi zu blöd war, bei OBS das Richtige auszuwählen, die richtige Quelle auszuwählen. Wir können uns die Hand geben, ich hab's auch nicht gesehen. Okay, müssen wir es eben nochmal machen, aber das ist bei dem Spiel kein Schaden. Das ist wirklich kein Schaden. Deswegen ärgern wir uns auch nur ganz wenig. Ich darf sie Und noch mal töten. ja, wir wollten nämlich gerade wechseln, gerade wollte ich wieder spielen, aber dann habe ich gemerkt, oh, wir haben ja gar nicht aufgenommen. So, Mr. Smooth ist am Drücker und der hat das in der letzten Folge sehr, sehr souverän gemacht. Deswegen bin ich da ziemlich zuversichtlich. Ich darf mich noch mal freuen wie ein kleines Kind. Juppie! Gipti, ist unglaublich, wie sehr ihm dieses Spiel gefällt. Ja. Yay! Juppie! Ah, ich bin glücklich. So, über welche Themen haben wir denn in der letzten Folge geredet? Über Namen. Jo. Das können wir gerne wiederholen. Asna, Yuki, Sinon? Genau. Japa Thema war japanische Namen. Ja oder nein? Um es kurz zu machen, ich ja, Mr. Smooth ja, 90% der Menschheit nein, mal abgesehen von Japanern. Ja, leider. Ja, ich finde das mega schade, weil ich finde die Namen eigentlich mega schön. Ich finde das auf jeden Fall schöner wie, ich sage jetzt mal, keine bestimmten Namen aus bestimmten Gründen, falls da einer von euch dabei ist, aber ich sag mal so, es gibt manche Namen, die müssen nicht mehr sein. Nee, das ist nicht mehr. Also, liebe Eltern da draußen, wenn ihr eure Kinder, wenn ihr Kinder bekommt, gebt ihnen, ihr müsst ihnen nicht irgendwie trendige, coole Namen geben. Das muss gar nicht sein. Die müssen nicht alle den coolsten, modernsten Namen haben. Das verlangt kein Mensch. Aber bitte, denkt doch mal einfach an eure Kindheit. Ja. Ja, und überlegt euch, wie eure Kinder heißen sollen. Kinder sind grausam und vor allem Kinder in der Schule sind Ja. grausam und das muss nicht sein. Ja, schlimm finde ich ja so Namenskombinationen, Leute, die mit Nachnamen Schweiß heißen und ihren Sohnemann mit Vornamen Axel nennen. Ich frage mich da immer, ob die das witzig finden. Weil Anscheinend. sowas gibt's ja. Es gibt wirklich solche Namen. Ja. Und das ist so, och nö, Leute. Muss nicht sein, muss absolut nicht sein. Ich sag mal, ich hoffe mal, ich darf diese Namenskombination auf deinem Kanal nennen. Bitte was? Naja, Hier wird nichts zensiert, alles offen. Ich hatte einen ehemaligen Arbeitskollegen und dessen Bekannte kamen auf die sehr, sehr lustige Idee. Jetzt aber bitte aufpassen, niemanden beleidigen. Nö, das nicht. Okay. Naja. Sie nahmen den Doppelnamen Schnellfick an. Und dreimal darfst du raten, wie sie ihren Sohn genannt haben. Lasse. Ach nee, komm. Aber was soll denn das? Ach, nee, das finde ich nicht lustig. Das ist Nee, absolut nicht. Ach nee, komm. Das ist erstens mal primitiv und absolut. Das arme Kind, ey. Nee, sowas muss einfach nicht sein. Nee, lass uns wieder zu schönen Namen kommen. Ja. Also, japanische Namen bin ich ein Riesenfan von. Aber Schön, dass du das weißt. Das kennen ja viele Leute, die Anime-Fans sind. Da gehöre ich ja auch dazu und du ja, glaube ich, auch. Ja. Wir kennen das ja alle, dass wenn man Leuten versucht, sowas näher zu bringen, dass man immer mit den gleichen Sprüchen belächelt wird. Das sind ja alles Kinderserien. Das ist doch nur was für Kinder. Ja. Und wenn ich dann so Argumente bringe wie, schau dir mal Death Note an, das ist mit Sicherheit nichts für Kinder. Och, da gibt's noch ganz andere. Ist alles Blödsinn, alles Schwachsinn. Und das sind dann die Leute, die so bestimmte Serien sehen auf bestimmten Sendern mit drei Buchstaben, die ich nicht nennen will. Ah, ja, leben und leben lassen. Ja. Lasst euch da nicht provozieren, lasst euch da nicht irgendwie unterbuttern von diesen Leuten. Wenn euch was Spaß macht und sei es, keine Ahnung, Animes, Trickfilme, wenn ihr gern mit Modelleisenbahnen spielt, dann macht das. Das kann auch ein 40-Jähriger. Mein Gott, das ist. Absolut, ja. Genauso, Gaming ist nicht nur was für Kinder. Im Gegenteil. Ich würde sogar behaupten, Gaming ist eigentlich etwas für Ältere. Ja. Ist die Fackel hier größer geworden? Bitte was?
That's what she said. Wo ich vorhin hier stand, haben sie mich nicht entdeckt. Okay. Jetzt gerade schon. Naja, vielleicht war die Fackel vorhin aus. Hast du die vielleicht ausgemacht? Nö. Okay. Das nicht. Sehr seltsam. Wir haben ja beschlossen, hier alle platt zu machen. Mhm. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg, ja, finde ich. Bloß die drei hier hinten, die haben wir uns erst einmal aufgespart, weil... Ja, das wird ein bisschen heftiger. Drei Hutträger, die man nicht ablenken kann, die sich auch alle gegenseitig mehr oder minder anschauen, kombiniert mit zwei... Samurais, die Wache, Patrouillen laufen, das ist ein bisschen heftig. Koch mir ein Ei, lieber Samurai. Den hatte ich vorhin auch schon gebracht. Ja, ich weiß. Und da war der Schmerz auch schon hier, genau hinter dem linken Augenlappen. Da? Aua, aua, aua. Ja, genau da. wo sind jetzt die anderen drei Kasper? Ja, die laufen da hinten rum und spielen dann im Kong. Shurikenjutsu. So, und da stirbt schon wieder einer. Das geht bei dir ein bisschen zu schnell. Kannst du dir ein bisschen Zeit lassen? Ich will die verlorene Zeit wieder aufholen. Nein, die Folge ist erst 5 Minuten lang. Ja, dann kann ich ja noch mehr töten. Ja, gut. Okay. Nein, wir lassen uns wieder Zeit. Sake. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob ich hier nur durchrushen will. Das will ich eigentlich nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber ich freue mich wieder auf die drei. Das war lustig. Ich hoffe, es wird genauso lustig wie gerade. Oh ja, das hat aber sehr gut funktioniert. So. Jetzt müssen wir aber erstmal da hinten aufräumen. Oh. Ja, da müssen wir erstmal wieder warten, bis der Kollege hier hinten ist. Ich frage mich die ganze Zeit, warum die Tür da links so leuchtet. Du könntest dich drin verstecken. Ist das eine Zaubertür? Zaubertür? Schauen wir uns die Zaubertür mal genauer an. Ist das ein Stargate? Mhm. Aus Holz? oder sie ist magisch versiegelt. Könnte auch sein. Durchaus möglich. Moonlightwater. Nein, und was ich halt gemeint habe, dasselbe ist bei japanischen Namen. Also ihr, wenn... einer werdenden Mutter vorschlagt, dass sie ihr Kind Asuna nennen soll oder Yuki oder Hitomi oder Sakura oder tut es. Was gibt's denn da noch für schöne Namen? No noise. Kazuha zum Beispiel, ein sehr schöner Name. Ai. A blade in the dark. Das sind alles schöne Namen, aber die wennst du halt jemanden vorschlägst, der halt auf sowas überhaupt nicht steht, Animes oder sowas, der würde auch nie zugeben, dass diese Namen eigentlich einen schönen Klang haben. Ja, leider. Einfach ja. Nur, weil er das im Kopf mit so einem Zeug in Verbindung bringt und dann gleich sagt, und das finde ich immer ein bisschen schade, weil da gibt es echt schöne Namen. Das finde ich ein bisschen sehr schade, wenn ich ehrlich bin, aber... Aber auch, mal abgesehen davon, dass ich Japan-Fan bin, es gibt auch sehr schöne italienische Namen. Got it. Es gibt auch sehr schöne spanische Namen. Schmeiß ihn doch weg, du! Das hat vorhin irgendwie besser funktioniert. Ja, ich weiß nicht, das Boot da ist irgendwie im Weg. Hm. Semmel. Also da gibt es echt schöne Namen. Zum Beispiel Mario finde ich sehr schön, oder? Hm. Könnte jetzt man meinen, dass es durch mein Gaming kommt, aber nein, das. Ich meine, Mario ist echt ein schöner Name, oder? Ja. Enzio. Ich bin mit Namen und Co. immer etwas sehr einfallsfrei. Okay. Das ist immer mein Problem. Warum? Einfach so. In der Hinsicht bin ich fantasielos wie ein Stein. Steine können sehr fantasiereich sein. Mhm. Apropos Stein. Du hast ihn nicht geworfen. Nein, das war jetzt auch Absicht, weil ich den Schattenmodus vergessen hatte. Okay. ja. So. Wie weit läufst du denn? Wie weit guckst du? Wie weit guckst du? Ich kann noch ein bisschen näher. Better avoid the lights. Schauen wir mal, ob es funktioniert oder ob er mich diesmal sieht. A distraction. Nee. Strange sound. I'll take that. So, schmeiß ihn weg. Nein! Nein! Du Lappen! Ah, das war schön. Ah. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Der Samurai steht. Der Ninja steht auf der Brücke, lässt die Leiche fallen und springt ins Wasser. Das hat nicht funktioniert. Oh Gott, ey. Du könntest ja die Leiche auch einfach mal mit zurückziehen und da ins Wasser schmeißen. Die Zeit hast du ja eigentlich. Das müsste ja eigentlich gehen. Ja. Das Problem ist, dass das Boot da ist. Das backt immer ein bisschen. Komm, heb ihn auf. Ja, das backt ein bisschen.
Ducken, 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 ducken. Ich kann mich nicht ducken mit der Leiche auf dem Kreuz. Oh, verdammt, stimmt, das geht ja nicht. Ah, hatte ich vergessen. Aber ich mach's anders. So, pass Obacht. Ich versteck ihn da hinten. So. Ja, genau. This is my... Komm her. Quiet. Komm, lauf, 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 lauf. So. Are you Shuriken? Och nö, jetzt komm in die anderen Pfeifen da hinten. Das ist doch... Shuriken Jutsu. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das kriegen wir hin. Geduld. Hm? Du musst dich in Geduld üben. Nö. Das ist aber nicht der Weg eines Ninjas. Du sammelst wieder. Ich merk schon. Aber es hat funktioniert. Was will man mehr? Er legt wieder seinen Geheimvorrat an. Hol Yuki da hinten. Ach, lass doch die da liegen. Die schimmeln da schon nicht. Lass ich die da liegen. So. Jetzt darf er wieder ins Wasser. So. Ich finde auch die Unterhaltung von den zwei. Was war das? Hm? Spaß mit Wasser, wollte ich sagen. Achso. Spaß mit Wasser? Spaß mit Falle, verdammt. Warum ist sie jetzt gerannt? Weil du doppelt geklickt hast. Habe ich nicht? Hast du schon. Nein! Doch. Ah, und ich weiß, warum ich die Leichen da weghaben wollte. Weil du die Falle hinstellen willst. Mhm. Schieb sie halt einfach ein bisschen vor. Kannst du ja bis dahin schieben. Nein, kann ich nicht, weil da kommen die. Ja, bis dahin kannst du doch schieben. Nö, weil dann sehen sie die. Nein. Guck. Sicher? Ja. Ja, okay. No risk, no fun. Ja. Leichen schubsen. Komm, hab durch die. Jo. Wie stark sind die alle aufeinander? Irgendwie ist das. Da kommen gleich noch zwei dazu. Ich erlaube mir mal kurz was. So. Flöt. Fragezeichen und. Das sieht immer so schmerzhaft aus. Und dieses Klacken von dieser Waffe ist so. Einerseits so befriedigend, andererseits so. Ich glaube, es ist nicht nur das Waffenklacken, sondern auch das Knacken, das oben durch den Kopf geht. Ach, hast du den da gekillt? Hm? Ja, einfach, dass der... Oh, aber gerade so, dass er es mitkriegt. Das könnte jetzt eng werden. Da musst du hin. Du musst schon hinlaufen. Lauf schon hin, lauf schon hin. Nimm ihn mit, nimm ihn mit, nimm ihn mit. Alter! Langsam wird der Platz hier hinten eng. So, jo, das hat funktioniert. Irgendwie haben wir das vorhin etwas souveräner gelöst. Naja, aber vom Zeitlichen her gesehen, wir sind jetzt bei knapp 13 Minuten. Ja, zeitlich sind wir schneller, aber vorhin haben wir auch denen schon mal zugeschaut beim Hin- und Herlatschen. Außerdem mussten wir uns vorhin Pläne überlegen. Dieses Mal haben wir einfach die Pläne wiederholt. Davon mal abgesehen. So, jetzt positionieren wir die Leute wieder wie vorhin. Das hat eigentlich super funktioniert, der Plan. Mhm. Ich hoffe bloß, dass ich das Timing wieder so hinbekomme. Ja. Klar, es hat vorhin beim zweiten Mal geklappt. Stimmt auch. Ich meine, beim ersten Mal. Natürlich. Echt? So, jetzt muss ich bloß wieder aufpassen. Die drehen ja einfach bloß um. Shuriken, ready. Du das? Nein. Jetzt hast du ihn. Ja. So. So. Ja, wir sind etwas übermüdet und wir haben Milch getrunken. Oh. Hopfenblütentee. So. Apropos, mein Fläschchen ist leer. Flaschenkind. Durch und durch. So. Jetzt. Das war Gute perfekt. Nacht. Das war so perfekt. Das sag ich doch beim ersten Mal. Das Problem vorhin war, Freunde, dass wenn wir nicht ein bisschen vorher angegriffen haben, bevor der in die Falle latscht, dann hat der hinter dem, der in die Falle gelatscht ist, das gesehen und sofort geschrien. Ja. Und das haben die anderen gehört. Deswegen musste das ziemlich schnell gehen. Aber dein Timing war perfekt. Muss ich Ihnen mal mein...
Lob aussprechen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Freut mir. So. No noise. So, jetzt den Müll rausbringen, genau. Ja. Ordnung muss sein. Ja, man weiß ja nicht, ob da nicht noch irgendeiner patrouilliert. Also, sicher ist sicher. Aber irgendwie vorhin hat es mit dem ins Wasser schmeißen hier eigentlich schön funktioniert. Bloß das mal irgendwie nicht. Hm. Naja. Du kannst ihn auch über die Reling schmeißen. Nö, das wollte er vorhin nicht. Willst du mich verarschen? Er ist gerade mit dem Gesicht auf den Stein aufgekommen. Gut, nicht, dass ihn da. Kannst du ihn von hier auch nicht aus, nicht auch schmeißen? Nein. Ah, Blade in the dark. Also von oben ging es jetzt gerade. Block wieder mit dem Gesicht auf dem Stein. Ah, gut. Stören tut die das, glaube ich, nicht mehr. Nö. Block. So. Ich finde auch das Blubbern so schön. Ich find's lustig. Schau mal, da kannst du auf diese Balken hoch. Ah. An dem Gebüsch. Stimmt, das hatten wir uns ja auch schon gefragt. Löst Gebüsches. So, was können wir hier machen? Hier können wir nichts machen, weil. Nein. Wo steht da noch einer? Wow. Mm-hmm. Ja, gut. Da oben sind aber die Klamotten, da müssten. Ja, gut, du kannst aber über das Ding hier hoch. Mhm. Wir könnten da hoch und von da oben aus aufräumen. Da ist auch wieder so eine Dreiergruppe, wir könnten aber den zuerst ausschalten. Ja. Und den Heini da unten. Und den. Und den da. Und ja, wir töten alle. Wir müssten es nicht, aber wir machen das. Das sowieso. Erstens mal, weil dann das Spiel länger dauert. Mhm. Und wir haben sehr viel Spaß bei dem Spiel. Und zweitens mal, wir wollen den Dorfbewohnern helfen, die hier gequält werden. Und wenn ich eins nicht ab kann, dann ist es, wenn Leute gequält werden. Oh ja. Deswegen bringe ich die auch immer möglichst schnell um. Oder Tiere. Ja. So. Weil Tiere können sich halt überhaupt nicht wehren. Das ist nee. Halt das. Also leider zumindest nicht jedes Tier. Kommt immer drauf an. Also so ein Löwe oder ein Bär. Die quälen, viel Glück. Ja. Wobei das auch ist. Also ja, ich bin da an manche. Deswegen gehe ich auch nicht in den Zirkus. Ich hasse Zirkus. Es gibt einen ganz bekannten Zirkus, der keine Tiere beschäftigt. Zirkus. Und der ist super. Der ist richtig, richtig klasse. Sind halt nur Menschen, nur Artisten. Und das ist so geil, weil die quälen keine Tiere. Und ich hasse das so dermaßen. Ich hasse das schon im Zoo. Wenn ich irgendwelche Tiere in Gehegen sehe und dann hängen sie draußen noch ein Schild hin. Der weiße Schneeleopard braucht eigentlich hat ein Revier von 85 Kilometern im Quadrat. Und dann hockt der in einem Käfig, der 4x4 Meter groß ist. Na? Das ist. Da kriege ich immer. Tot. Da kriege ich immer Hass. Ja. Weil, und deswegen gehe ich auch nicht gerne in den Zoo. Nee. Ich muss sagen, ein Zirkus. Zirkus. Zu schnell gedacht, zu langsam gesprochen. Ein Zirkus, den ich absolut Hammer finde, ist Cirque du Soleil. Cirque du Soleil zum Beispiel, ja. Die sind überragend. Und die haben keine Tiere. Ja. Das finde ich. Ah, ich finde das immer so furchtbar. Ich finde das immer so ätzend. Und ich kann's verstehen, in der früheren Zeit, also noch so vor 100 Jahren oder so, dass man da Zoos gebraucht hat, natürlich auch um den Kindern mal Tiere zu zeigen. Wie sieht ein Elefant aus? Wie sieht das aus? Wie verhalten sich Tiere? Ja. Aber sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit mit Internet, 3D-Kino, braucht man es eigentlich nicht mehr. Massenweise an Dokus über Meerestiere, massenweise an Dokus über Savannentiere, das Leben von Löwen, das Paarungsverhalten der Hirschpinguine, keine Ahnung, in allen Formen und Farben. Da brauche ich keine Tiere mehr in Gehege zwingen. Das muss nicht mehr sein. Absolut nicht. Und was spricht dagegen? Mal ganz ehrlich, mit einer Schulklasse. Wir hatten damals einen Lehrer, der ist mit uns, hat einen Schulausflug gemacht und das ist ja eigentlich so üblich, dass eine Schulklasse, so 5., 6. Klasse, irgendwann mal in den Zoo geht. Früher oder später. Ja. Und unser Lehrer hatte eben die Einstellung, und den bewundere ich bis heute noch, diesen Mann. Der hat gesagt, nein, er findet das. Nein, du wurdest gesehen. Er fand das immer eklig und widerlich, wie die Tiere behandelt werden. Ja. Und er hat zu uns damals gesagt, pass auf. Wenn ihr in den Zoo wollt, ich gehe mit euch dahin. Aber ich sage euch klipp und klar, ich bin da dagegen. Ich finde das mies, hat uns das erklärt. Ja. Und hat uns dann gesagt, passt auf, aber mir ist klar, ihr wollt in den Zoo, ihr wollt einen Ausflug machen. Klar, man will als Schüler aus der Klasse raus, man will mit den Klassenkameraden in den Zoo fahren, logisch. Und hat uns dann angeboten, hey, passt auf, wir gehen in ein 3D-Kino. Und wir warten, bis es da einen richtig coolen Film, eine Doku gibt oder so über Biologie, Meeresbiologie oder sowas. Ja. Und da lief dann auch mal was. Das war dann über weiße Haie und über Wale und sowas.
Und das war tausendmal cooler wie so ein blöder Zoobesuch. Wir sind danach noch Pizza essen gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Lehrer bewundere ich bis heute noch dafür. Weil so einen Lehrer musst du erstmal finden. Das auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, heute im 3D-Kino. Ja, klar. Oh, ganz ehrlich, du siehst so von den Tieren sowieso in diesen Filmen wesentlich mehr als im Zoo. Wie ist es denn im Zoo? Mal ganz ehrlich, irgendwo in diesem Gehege siehst du in einem Gebüsch ein Reh hocken. Wenn du ein Reh siehst. Dann stehst du vor einem Terrarium und da soll eine Python drin sein und dann, dann suchst du eine halbe Stunde und dann siehst du die Python schlafend, weil sie auf diese Gaffer überhaupt keinen Bock hat, irgendwo in der Ecke zusammengerollt und du siehst eigentlich von der Schlange überhaupt nichts. Da sehe ich mir lieber eine Doku an, wo die gefilmt wird in der freien Wildbahn. Ja. Na ja, das ist alles geplant. Schon klar. Nee. Nein, ins Gebüsch. Ducken. Na, verdammt ärgst. Das war knapp. Den anderen musste ich doppelt locken, deswegen. Aber deine Strategien sind sehr furchtlos. Ja, das sowieso. Du könntest ja, gut, auch hier gut. hochklettern, ne? Und dann hier eine Falle aufstellen, flöten und dann hier wieder runter. Ja, dann hast du bloß ihn hier. Oh, nee, hast du nicht. Nee, der sieht dich nicht. Und der sieht auch nicht, wenn da ein stirbt, aber der sieht's. Erst einmal ihn hier. Okay, du hast mich überzeugt. Aber also stellst du die Falle eigentlich hier nicht gleich hier und drüber auf? Das ist doch keiner. Doch, der hier oben. Das war ja das Problem beim ersten Versuch. Aber das Schöne ist, dass der hier jetzt gleich runterläuft. Weil der Soldat, der hier oben stand, bei dem habe ich es ja so versucht. Und den umklappenden Soldaten hat der Wachmann oben gesehen. Okay. Der andere, der liegt hier hinten schon im Busch. Sehr geil. Nimm ihn mit, Mädel. Wir könnten auch die Wachmänner da mal aushorchen. Das sollten wir ja auch machen eigentlich. Stimmt, ja. Ich meine, danach können wir sie töten, aber vorher mal aushorchen. Gut. Ladies and Gentlemen, jetzt ist die Folge vorbei. Okay. aber du darfst sehr gerne die nächste Folge auch wieder spielen. Ich verzichte freiwillig, weil... Nein. Doch, dir macht so viel Spaß. Nein. Doch, du darfst ruhig spielen. Auch gut. Du darfst ruhig spielen, dir macht so viel Spaß und mir gefällt das, dir dabei zuzugucken. Okay, Freunde, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und bleibt mir gewogen und guckt unsere anderen Let's Plays, schaut mal, was auf dem Kanal so abgeht, was so läuft und guckt bei Mr. Smooth vorbei. Ja. Bis diese Folge rauskommt, ist wieder was da. Ist wieder was da. Ja. Und habt einen schönen Tag, schöne gute Nacht, frohes Fest, keine Ahnung. Kommt bestimmt bald wieder. Irgendwann schön, ist schön. Immer ein Fest. Schöne Ostern, fröhlichen Geburtstag. Prost Neujahr. Keine Ahnung, wann ihr diese Folge guckt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschö mit dö. Salut.